Hey Freunde, da heute Silvester ist, bekommt ihr heute ein mega cooles neuer Special. Die nächste Folge Maus kommt auf jeden Fall am morgigen Tag. Wundert euch darüber nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Video. Stimme schieß Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Mit dabei ist der Spaghetti. Spaghetti, bist du bereit? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir betreten heute eine Welt voller Abenteuer, Mysterien und spannenden, coolen Dingen. Und Spaghetti und ich haben uns gedacht, dann machen wir euch mal eine kleine Überraschung heute. Und deswegen kommt ihr jetzt einfach mal mit. Spaghetti, kommst du auch mit? Bist du bereit? Denn hier könnt ihr schon mal sehen, dass das ist etwas ganz Neues. New Year 2018 Adventure. Das werden wir nämlich heute zocken. Und ihr seht schon da, die beiden, die das gebaut haben, die haben auch einen YouTube-Channel. Also schaut auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Okay, ich würde sagen, dann let's go! New Year's Eve 2018. Talk to Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all Spaghetti. Weißt du, wo der ist? Wo der steckt? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Hier sind ein paar Schallplatten. Okay, was ist denn noch hier so los? Oh, die können wir hier reinmachen in den Plattenspieler. Aber ich habe gerade keine so große Lust auf Musik, Leute. Oh, aber Rüstung können wir uns doch anziehen. Das ist ja schon mal sehr, sehr nice, dass wir uns hier die Rüstung einfach taken können. Aber wo sind wir hier eigentlich gelandet, Spaghetti? Hast du eine Ahnung davon? Aber Hauptsache, du kommst mit und dir passiert nichts, ne? Player, ich lasse dir mal die Tür auf, dann kannst du auch mitkommen. Wir sind hier irgendwo, oh, da bist du ja schon, Spaghetti. Wir sind hier irgendwo in so einem, ja, in so einem Dorf gelandet. Mr. Know-it-all, da ist er ja. Okay, dann reden wir mal mit dem. Mr. Know-it-all sagt, easy cheesy. Solltest du nicht eigentlich in Surtown sein? Du kannst den nächsten Zug nehmen, um dort schnell hinzukommen. Okay, wo geht's denn zum Zug? Stand es nicht hier auch Train Station? Die ist da vorne. Aber wo sind wir denn hier gerade gelandet? Ich würde mich ehrlich gesagt noch mal ganz gerne ganz kurz umschauen. Vielleicht ist das ja in Ordnung. Oder können wir nicht rein? Hallo? Wieso lassen sie uns nicht rein? Hä? Wir sind doch ganz süße, unschuldige Mäuschen und Hundchen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, guck mal, das Aus hier ist offen. Stranger. Oha, der sieht aus wie ein Eisengolem. Das ist ja gefährlich. Oh, ich glaube, ich bleib mal zurück vor dem Spaghetti. Der ist bestimmt nicht nett. Der sieht mir ein bisschen suspekt aus, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg in die Train Station. Hier vorne das Haus ist auch verbarrikadiert. Ich weiß nicht, was die alle gegen mich haben. Oh, hier scheint es nach rechts lang zu gehen. For sale. Oh, das Haus hier wird verkauft, Spaghetti. Wollen wir hier einziehen? Wie findest du das? Hä? Willst du hier wohnen, Spaghetti? Nee, ne? Nee, ich finde das jetzt auch nicht so doll. Oh, hier gibt es die Tickets, Leute. Dann schauen wir gleich mal. Da ist einer. Vielleicht sie. Oh, perfekt. Okay, haben wir gleich schon mal unser Train-Ticket bekommen. Vielen Dank auch, Sir. Wir machen uns mal hier auf dem Weg weiter. Mal gucken, hier steht der Zug auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Tickets hier. Okay, ich mache das Ticket rein. Und jetzt? Passiert hier noch was? Ey! Ich habe doch mein Ticket, ich habe bezahlt. Okay, es passiert scheinbar gar nichts. Ich geh nochmal rein. Oh, vielleicht, nee, doch nicht. Das ist der Typ von eben. So. Hä, kann ich das denn nicht reinwerfen? So. Oh, der Zug, der wird gleich losfahren. Bitte geh rein in den Zug. Okay, ich gehe ja schon rein. Spaghetti, kommst du mit, bitte? Komm bitte mit rein. Ja, genau, fein. Okay, dann setze ich jetzt mal hin. Dann warten wir mal, bis der Zug hier losfährt, okay? Oh, die Tür ist zugegangen. Ist ja verrückt. Bist du bereit, Spaghetti? Ich habe ein bisschen Angst. Ey! Wo ist Spaghetti hin? Ey! Kann doch nicht wahr sein! Spaghetti! Komm zu mir, wo bist du? Bist du auf der Fahrt irgendwie rausgesprungen? Oh, da ist Spaghetti wieder, Leute. Du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Hä? Komm, okay, Spaghetti, dann gehen wir mal weiter. Wir scheinen hier jetzt... Warte mal, sind wir hier in Dingstown gelandet, da wo wir hingehen sollten? Tickets... Minecarts Fastest Way. Okay, ich würde sagen, Fastest Way klingt gut, Spaghetti, nicht wahr? Du kannst doch einfach dich teleportieren, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal hier in das Minecart. So, und dann geht es los auf unser Abenteuer. Wir fliegen doch überhaupt nicht. Wieso sage ich denn, wir fliegen? Was für eine Lüge war das denn gerade, Freunde? Aber das sieht sehr, sehr nice aus. Da vorne ist die Train Station. Ich hoffe nicht, dass Spaghetti sich jetzt teleportiert. Aber wenn er es jetzt tut und runterfällt, dann macht er sich ein großes Auerweh. Und das muss ja echt nicht sein. Von daher warten wir jetzt einfach mal ab. Noch sind wir in Bewegung. Ich hoffe, dass Spaghetti da gleich am Ende auf uns warten wird. Oh, da ist er. Da ist Spaghetti. Komm, Spaghetti. Komm mit. Oh, und wir sind gelandet. Okay, alright. Spaghetti, bist du hier irgendwo? Ja, komm zu mir. Oh, da bist du. Okay, sehr, sehr brav. Komm, mach mal Platz hier. Mach mal Sitz, Spaghetti. Okay. Wen haben wir denn hier? Herrn Wobby. Willkommen in Surtown. Etwas ist passiert in der im Rathaus. Vielleicht willst du es auschecken und mit Flappy reden.
Oh, zum Rathaus irgendwie gehen. Na komm, dann gehen wir mal los, Spaghetti. Gehen wir mal zum Rathaus, mein Großer. Okay, Town Hall steht da. Okay, das... Vielleicht das Gebäude da hinten. Das sieht mir schon sehr nach einem Rathaus aus. Oh, auf jeden Fall ist hier ein Weihnachtsbaum. Es scheint also gerade noch Weihnachten gewesen zu sein. Mal gucken, was uns hier so erwarten wird. Hey, nicht schlapp machen, Spaghetti. Lass uns mal weitergehen. Oder vorne steht Flappy. Okay, Flappy, was hast du uns denn zu sagen? Hä? Was gibt's denn hier? Du kannst nicht reingehen. Der Bürgermeister wird vermisst. Ups, okay. Wenn du willst, kannst du nach ihm suchen. Wahrscheinlich ist es am besten anzufangen, in der Taverne zu gucken. Denn er trinkt dort gerne Milch. Kriegst du auch gerne Milch, Spaghetti? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht, dass du Milch magst. Okay, gucken wir mal. Das da, wie sieht's denn da aus? Ist das die Taverne vielleicht? Taverne? Ja, bin auch ein Dödel, ne? Ist das die Taverne? Lies mir durch Taverne und geh wieder weg. Unglaublich. Okay, was haben wir denn hier? Beste Sodas für 3 Dollar. Save wie Tavern. Okay, wollen wir mal gucken. So, wir sind jetzt in der Taverne. Hallo Ferdinand, bist du der Bürgermeister? Oh, die Milch, die sie hier servieren, ist super lecker, sagt er. Okay, das ist gut zu wissen. Wer bist du denn? Du bist der Barkeeper. Kannst du mir sagen, wo der Bürgermeister ist? Hallo, Easy Cheesy. Ich dachte, ich hätte den Bürgermeister irgendwas sagen hören. Er ist vielleicht irgendwo hier. Gestern Abend, was? Ich hab Feuerwerk in der Stadt verteilt. Was? Einige Dorfbewohner haben das gefunden und in ihren Häusern verstaut. Nimm ein Buch von dem Tresen hier und dann kannst du sie vielleicht finden. Also geh, Easy Cheesy, und ja, mal gucken, wie schnell du die finden kannst. Weißt du, ich habe Feuerwerk hier in der Stadt verteilt. Oh, bin ich ein netter Mensch. Okay, ein Buch haben wir genommen, Spaghetti. Mach mal Sitz hier, warte mal auf mich. Ich muss mal gucken, ob wir, wo soll der denn sein, der Bürgermeister? Oh, da ist ein Name. Okay, dann komm mit, dann gehen wir mal hier rein. Bist du, oh, der Major, das ist der Bürgermeister, Leute. Okay, hallo Bürgermeister. Hier ist die liebe Easy Cheesy. Oh, Easy Cheesy, du hast mich gefunden. Ich dachte, ich wäre für immer hier eingeschlossen. Oh nein, okay. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist das Gefühl, verschleppt worden zu sein. Im nächsten Moment sah ich einen Schatten abhauen und danach verschloss ich die Tür und ich war hier drin eingeschlossen. Wir müssen zum Rathaus gehen, sonst ist das Feuerwerk nicht rechtzeitig fertig für heute Abend, denn heute ist Silvester, Leute. Heute Abend ist Silvester und wir müssen das Feuerwerk retten. Oh, oh, das wird knapp. So, da ist der Major. Was passiert jetzt hier? Machst du hier auf? Es ist Zeit, die Türen zu öffnen. Sind Sie sich sicher, Sir? Fragt Flappy. Bürgermeister sagt, ja, das bin ich. Es ist Zeit für Neujahr, ne? Für Silvester. Ja, dann los, dann mach doch mal auf, Flappy. Hä? Oh, nice. Okay, da sind auf jeden Fall die Türen gerade aufgegangen. Wartet mal, jetzt sollen wir hier rein. Oh, 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 Evil Guy sagt, du solltest hier besser nicht reinkommen. Ich werde es selbst verteidigen. Oh, oh, das klingt nicht gut. Das klingt, als wenn jemand die Feuerwerkmaschine geklaut hätte, sagt einer. Es war vielleicht der böse Mann, der mich eingeschlossen hat. Du wirst nie, oder er sagt, ihr wolltet nie die Feuerwerkblöcke finden. Oh, oh. Okay, wenn die Feuerwerkblöcke sind verteilt in der ganzen Stadt. Der Major sagt, es ist eine große Chance, wenn wir den Barkeeper fragen, dass er uns sagt, wo die sind. Ich glaube aber, das steht in dem Buch drin, ne? Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Und er sagt auch, das Feuerwerk ist unter einem Haufen Schnee begraben. Du musst nicht alle Feuerwerkdinger finden, aber bitte finde den Engine Core, okay? Denn der ist wichtig für die Feuerwerkmaschine. Warte mal, die Cores, das sind die Cores hier. Engine Core Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Nummer 2 sieht mir so aus, als wäre da irgendwas verdächtig, ne? Irgendwas fehlt doch hier, Freunde. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, was da fehlt, aber ich glaube, müssen wir eventuell mal den Core finden, Spaghetti. Kann das sein? Okay, dann komm mal mit. Bro, dann gucken wir jetzt mal, wo wir hin müssen. Und lesen mal ein Buch. Feuerwerkblöcke können gefunden werden in dem pinken Haus, dem blauen Haus, dem lilanen Haus, dem cyanfarbenen Haus. Leute, das ist ein bisschen blau. Also so türkis. Und dem roten Haus. Okay. Also pink, blau, violett, türkis und rot. Und alle 5 sollen wir finden und dann zum Rathaus bringen, Spaghetti. Meinst du, wir schaffen das noch rechtzeitig, bevor hier Abend ist, bevor es hier Nacht ist? Es schneit aber auch verdammt viel hier gerade, ne? Das muss ich echt sagen. Okay, was für ein Haus haben wir denn hier gerade? Von Mrs. Snuggles. Hallo, Mrs. Snuggles. Und Mrs. Snuggles hat aber eine große Nase. Hier ist nichts drin, okay. Im Ofen ist auch nichts drin. Hast du hier irgendwo ein Feuerwerk versteckt, Mrs. Snuggles? Hey, Spaghetti. Ach, da bist du, okay. Na, komm mal mit, dann gucken wir jetzt mal weiter. Wen haben wir denn hier? Den Woodcutter. Demeter. Ich habe alle meine Werkzeuge, verstaut. Da werden wahrscheinlich ein paar Schaufeln sein. Du musst oben gucken. Okay, gucken wir mal nach oben.
Vielleicht finden wir hier ein paar Schaufeln. Oh, Dia-Helm. Haben wir schon Dia-Helm? Nee, haben wir noch nicht. Aber wisst ihr was? Dann nehme ich mir das hier alles mal mit. Da haben wir ein bisschen was an Equipment. Werkzeuge. Okay, die brauchen wir aber nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so gut aus. Haben wir hier? Oh, hier sind Schaufeln. Snow-Schaufel. Die kann Schnee abbauen. Perfekt. Okay. Nehmen wir uns mal eine raus. Wir müssen ja nicht übermütig sein. Wollen wir ja nicht alle nehmen. Und dann gehen wir jetzt mal gucken. Bagetti, wo bist du? Mein Grocer. Ich hab ein bisschen verrottetes Fleisch für dich. Hättest du gerne ein bisschen verrottetes Fleisch? Ja, da kommt er gleich wieder an, ne? Da kommt Spaghetti gleich wieder herkommen. Alright, so, let's go, Freunde. Mal gucken, was hier so auf uns wartet im zweiten Haus. Das heißt Mega. Okay, wir sind jetzt im Haus von Mega drin. Was gibt's denn hier Cooles im Mega-Haus? Okay, hier ist gar nichts drin. Da sind ein paar Goldsachen, die brauchen wir jetzt aber gar nicht. Okay, lass uns mal nach oben schauen. Daisy, hallo Daisy. Also Daisy, ihr Frauen hier in der Stadt, ihr seht alle ein bisschen komisch aus, muss ich euch sagen. Das ist so traurig, dass der Truck verschüttet wurde. Oh, das da vorne scheint der Truck zu sein, Freunde. Oh, hier vorne scheint die Pink Lady zu wohnen. Oh, die heißt Emma. Freunde, die heißt einfach Emma. Kennt ihr Emma? Ich habe ja so ein Projekt, das heißt Minecraft Maus. Und da gibt es auch eine Emma. Und Emma ist ein Biber. Findest du es nicht wunderschön, weil alles pink ist? Ja, ich finde es wunderbar, Emma. Das muss ich auch sagen. Du hast echt einen wundervollen Geschmack. Hier ist nirgends was drin. Ich habe noch keinen einzigen Feuerwerkblock gefunden, Freunde. Aber das können... Ja, perfekt. Okay. Den ersten Block haben wir gefunden. Sehr, sehr nice. Ist ja wirklich alles pink hier. Ey, ich glaube, Spaghetti, lass uns mal bitte gehen. Die ist ein bisschen verrückt. Ich glaube, die Emma, die hat irgendwas läuft da in ihrem Kopf nicht ganz richtig. Waren wir hier schon? Rotes Loft Inn. Okay, nö, da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Was haben wir denn hier? Boah. Okay, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer... Was? Was sind denn also für Räume hier? Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Wer wohnt denn hier, bitteschön? Dia-Helm, aber haben wir schon. Kannst du behalten. Rüstungsständer, den brauchen wir nicht. Nummer 6, okay. Warte mal, hier geht's noch auch noch oben. Was haben wir denn hier? Wo ist Raum Nummer 7? Okay, da ist Raum Nummer 7. Da ist leider nichts in der Kiste drin. Schade, Schokolade. Oh, oh, ich wollte nicht stören. Tut mir leid, Sir. Haben Sie was zu sagen? Das ist mein Raum. Ich habe viel bezahlt, um da drin zu sein. Oh, das ist wirklich das? In diesem Raum wohnst du? Das ist ja... Das tut mir sehr leid. Der scheint nicht so wirklich viel Cash zu haben, der gute Cozy. Okay, Leute, wo ist Raum 9? Warte mal, Raum 9 scheint das hier zu sein. Okay, Raum 10 ist hier. Ein rotes Bett. Oh, und wir haben den nächsten Feuerwerkteil gefunden. Wir schauen mal weiter. I feel blue. Das scheint, als würde hier Herr Blue leben. Okay. Alles, was ich sehe, ist blau. Drinnen und draußen. Ich habe ein Haus mit einem kleinen blauen Fenster. Okay. Nice. Vielleicht hast du euch auch einen blauen Feuerwerkskörper. Nö. Einen roten. Bestimmt mit dem nicht. Der hat ein blaues Haus und hat einfach einen roten Feuerwerkskörper. Du bist aber ein kleiner Verräter, du. Kann das sein? Okay. Lass uns mal weiterschauen. Hier ist das Haus, hatten wir schon, glaube ich, ne? Okay, aber das hier, das sollten wir noch nicht haben. Perfect Place. Okay. Perfect Place. Klingt sehr, sehr nach Purple. Wahrscheinlich. Ja, ja, die Fenster sind auch Purple-Farben. Kann man da was... Okay, na, da kommt nichts raus aus dem Dings da. Ding links. Okay, Mary Line, was hast du so zu sagen? Bitte spring nicht auf mein Bett. Es ist kein Trampolin. Ist ja schon gut. Ich werde nicht auf dein Bett springen. Keine Sorge. Oh, wir haben den nächsten gefunden. Sehr, sehr nice. Wartet mal, wie viele müssen wir denn insgesamt finden? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, Spaghetti, wo bist denn du, Kollege? Wo bist du schon wieder hin, hä? Komm zu mir. Wir haben jetzt schon 4 gefunden, Spaghetti, und einer fehlt uns noch. Hier, guck mal, weil du so brav bist, kriegst du noch ein Stück verrottetes Fleisch, ne? Komm mal mit hier, komm mal mit. Ja, ja, da ist er wieder. Da guckt er, ne, wenn er das verrottete Fleisch bekommt. Guck mal, wie schief er seinen Kopf legt. Der ist das so ein richtiger... Ah, ne, du bist gerade satt, ne? Ja, ja. Da will er so richtig schnurren schon wieder, ne? Okay. Wen haben wir hier? Mr. Jellyfish. Das klingt nach einem gelben. Vielleicht fehlt uns noch ein gelbes Fragment oder sowas. Finden wir das eventuell hier? Oh, goldener Apfel. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, das scheint der Stall zu sein. Der Stall der Stadt auf jeden Fall. Wollen wir uns ein Pferd schnappen? Was ist denn mit dir? Du bist hier so alleine. Kommst du mit raus? Oh, wie cool. Wir können mit dem Pferd reiten. Komm raus. Komm raus. Oh, 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 da bist du beinahe in die Decke gestratzt, oder? Okay, ist nicht schlimm so. Nehmen wir uns mal ein bisschen was an Weizen mit für das Pferd. Okay. So, wer bist du denn? Shappy, hallo. Easy cheesy, hey.
dachte er. Hast du über den Unfall gestern Nacht mit diesem Delivery Truck, also mit dem Lieferwagen, davon gehört? Wenn du vielleicht helfen willst, ein paar Schneeschaufeln sind beim Holzfäller. Ja, viel Glück. Okay, willst du einen goldenen Apfel? Guck mal. Ja, jetzt merkst du mich, ne? Na komm. Okay, dann lass uns nur weiterreiten. Ich glaube, in dem Haus hier waren wir noch gar nicht. Cyanid. Das klingt nach einem cyanfarbenen Haus eventuell. So. Ist hier irgendwas versteckt? Was? Oh, eine Karotte. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Ein Brot nehmen wir auch. Eine Melone, ne? Spaghetti. Magst du Melonen eher nicht so, ne? Nicht so dein Fall. Okay, hier ist gerade gar nichts so... Oh, doch da. Nice. Der war ja richtig fies versteckt gerade im Ofen. Gut, dass wir den gefunden haben. Ey, komm, wir reiten mal auf unserem Pferd jetzt wieder. Warte mal, müssen wir das so... Okay, dann können wir auf unser Pferd rauf. Und ich denke mal, dass wir jetzt zu dem Truck müssen und beim Truck eventuell mit der Schneeschaufel, die wir bekommen haben, ein bisschen Schnee wegfegen müssen. Vielleicht, damit er hier durchkommt. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ich wollte hier eigentlich, dass du noch mitkommst. So, wen haben wir denn hier? Gessi. Hallo, Gessi. Es sieht so aus, als wenn jemand einen gigantischen Schneeball den Berg heruntergeworfen hätte auf meinen Truck. Okay, alle Feuerwerklieferungen und der Chor konnten nicht geliefert werden. Hast du eine Schneeschaufel, um mir zu helfen? Eine große Chance, die zu finden ist. Ja, ich habe doch schon längst eine Schneeschaufel. Habe ich doch schon. Was soll ich denn jetzt machen? Komm, ich räume erstmal den Weg hier vorne frei, dass du hier durchfahren kannst, mein lieber Herr Gessi. Dann brauchst du nicht weinen. Nur weil ich hier irgendwie gestern Abend ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, mal wieder. Ich habe einfach zu viel Milch getrunken, Leute. Ich habe aber keine normale Milch von Kühne. Ich hab ein bisschen zu viel Sojamilch gesoffen schon wieder. Wir räumen jetzt erstmal hier dem lieben Gessi den Weg frei, damit er hier mit seinem Truck wieder rausfahren kann, damit er sich nicht weiter beschwert, der gute Mann. Ne, ist ja auch gar nichts passiert. So, guck mal, jetzt ist doch hier alles freigeräumt. So... Das reicht doch eigentlich schon, oder, Gessi? Das noch weg. Vielleicht kommen wir auf den Truck rauf. Ey, wir können sogar auf seinen Truck rauf. Das ist ja nice. Okay. Räum hier nochmal so ein bisschen Schnee weg. Hier hinten ist auch noch ein bisschen Schnee. Warte mal, da ist ein See. Wie cool. Okay, wir können sogar in seinen Truck rein. Guck mal, Leute. So. Okay, sind beide Türen offen sozusagen. Was haben wir denn hier? Die Firework Engine Core. Der Core, Leute. Ja, ich habe ihn gefunden. Nice. Aber ich glaube, wir müssen den Schnee loswerden, damit wir Platz in unserem Inventar haben. Freunde, jetzt haben wir den Core. Haben ein paar Feuerwerke. Komm ich hier ran? Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, das heißt, wir gehen jetzt mal zurück, Spaghetti. Kommst du mit? Wir gehen jetzt mal zurück zur Town Hall. Kriegst auch noch ein Stück Fleisch von mir hier, bitte schön. Nicht sitzen bleiben. Komm mit. Wir dürfen die Spaghetti nicht vergessen, ne? Spaghetti muss ja auch mitkommen. Genau. Und dann gehen wir jetzt mal wieder hier zurück zum Rathaus. So, mit O bleibst du hier stehen. Weißt du was? Und dann reden wir mit dem Major. Vielleicht hast du... Danke, dass du mir geholfen hast, sagt Flappy. Ich will aber mit dir reden, Major. Okay, der will nicht mit uns reden, Freunde. Ist nicht schlimm. Ich würde sagen, dann packen wir einfach mal den Chor einfach dahin. Geht das? Oh ja, nice. Let's open. Also lasst uns die Vorhänge öffnen. Das da scheinen die Vorhänge zu sein. Kommen wir da durch. Oh, perfekt. Da ist der Curtain. Der Vorhang gerade aufgerangt. Wer bist du denn, Cody? Hallo, Cody. Easy cheesy, du bist es. Oh ja. Ich dachte, du wärst böse. Ey, ich bin doch nicht böse. Mann, Cody, was denkst du denn von mir? Ich wollte die Feuerwerkmaschine doch gar nicht zerstören. Das habe ich doch gar nicht getan. Er sagt, ich bin so glücklich, dass du endlich hier bist. Alles, was gebraucht wird, sind die Feuerwerkblöcke. Du musst sie in den Hopper in diesem Raum machen. Oh ja, okay. Ein Hopper. Oh, da ist ein Hopper. Alright. Firework-Blocks, die sollen da jetzt rein. 1, 2, 3, 4, 5. Machine is running. Perfekt. Time to be creative steht da. Ich glaube, Leute, hier kann man nämlich, das hatte ich gelesen, ein eigenes Feuerwerk kreieren. Dass man auf dieser Map, wenn man das alles gemacht hat und fertig ist, dass man hier ein eigenes Feuerwerk machen kann. Aber, Freunde, ich bin da einfach nicht so, ich bin echt nicht so gut da drin. Deswegen, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal überraschen davon, was, was die Map-Creator so für ein Feuerwerk für uns vorbereitet haben. Und ansonsten könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, was sonst noch so geht. Das hier scheint der Elevator zu sein. Spaghetti, komm mit. Komm mit, genau. Komm rein in den Elevator. So. Muss ich dich jetzt hier reinschieben oder was? Los. Beweg dein Po. Los. Okay. Und dann let's go. Spaghetti, du bist ja noch da. Okay, Kollege, komm. Was haben wir denn hier jetzt? See Firework. Muss ich dich jetzt hier rausschieben? Okay, so. Meine Fresse, bist du ein fauler Hund. Das gibt's ja gar nicht. Okay, komm. Komm raus hier. Los. Okay, perfekt. Nice. So, wir gucken uns jetzt das Feuerwerk zusammen an, oder? Activate Firework. Hier können wir das Feuerwerk aktivieren, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an und let's go. Happy New Year. Wie cool ist das denn? Spaghetti, siehst du das? 2018.
hammerschön. Hi steht da, das Hai und die Blume. Leute, das ist ja mega schön. Kommt noch was? Oh, da kommt noch was. Oh, I love you. Oh, wie süß, Spaghetti. Ja, Spaghetti, I love you. Du bist so ein süßes Hündchen. Das ist ja voll cool. Jetzt kommt das Ganze nochmal, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit der Map. Es hat auf jeden Fall mega viel Fun gemacht. Wir haben hier gerade Silvester gerettet. Und daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mega cool einfach. Spielt es gerne mal selbst. Der Download-Link ist in der Videobeschreibung. Und guckt bei den YouTubern vorbei, die diese Map gebaut haben. Denn ich muss sagen, die war richtig nice. Die hat richtig viel Fun gemacht. Von daher danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und... Alter, die machen eine Party da unten. Die machen einfach eine Party. Okay, Leute, ich mach mit bei der Party. Hasta la Pasta.